Wow, es ist krass, wie viele Fragen reingekommen sind oder Kommentare allgemein zu meiner Repo aus dem Stadtpark, aus der anscheinend grössten offenen Drogenszene in der Schweiz. Mega cool, dass es da so eine Diskussion gegeben hat. Ein paar der Kommentare tun jetzt hier mal aufnehmen, beantworten, besprechen. Natte Litschi sagt, also dieser Reporter behandelt die Menschen in diesem Park aber auch wie Tiere im Zoo, war für mich etwas befremdlich und auch ein bisschen peinlich. Also, ich habe eben probiert, genau nicht das zu machen. Genau nicht einfach hingehen und wie im Zoo einfach auf Rec drücken, sondern wirklich mit den Leuten zu reden, vorsichtig dran hingehen und nicht einfach über die Filme, die überhaupt keinen Bock hat, zum gefilmt werden. Und das war eben auch schwierig, weil schlussendlich konnte ich dann die ersten Tage fast gar nichts filmen, weil sich natürlich niemand direkt filmen lassen. Es hat Zeit gebraucht, um Vertrauen aufzubauen, damit ich mal merke, wann ist der richtige Moment, um mit jemandem zu filmen. Oder wann sind sie vielleicht abgelenkt, wegen der Drogen zum Beispiel. Und dass sie auch meine Motivation hinter dieser Sache verstehen. Dass sie nicht will, irgendetwas Sensationelles oder Reisserisches machen, sondern dass sie ihnen will, den Raum geben, um können erzählen, aus ihrer Perspektive auch. Das war die Idee. Next, Manuela Signer. Sie kommentiert etwas, wo mega viel kommentiert hat. Das erinnert mich so sehr an den Zürcher Platzspitz. Es sind inzwischen mehr als 30 Jahre vergangen. Nur kann man Kur nicht wirklich mit dem Spitz und Letten vergleichen. Absolut. Das war auch nie das Ziel. Wir wollten ein Zeitdokument machen und zeigen, was jetzt im 2021 im Stadtgarten in Chur los ist. Man kann es wirklich nicht vergleichen mit einem Letter oder einem Platzspitz. Das sind zwei Paar Schuhe, andere Jahrzehnte, andere Drogen. Aber eben, Fokus auf das hier und das jetzt im Stadtgarten. Freshpink81 sagt, kommentiert. Sehr interessante Doku, räumt ein bisschen mit den Vorteilen auf. Ich hätte das Thema Finanzierung vom Konsum noch interessant gefunden. Eben, das ist auch eines von vielen Themen, wo man noch hätte aufgreifen können. Das mit der Finanzierung habe ich schon ein bisschen umgefragt im Stadtpark und die meisten haben gesagt, ja, es wird geklaut, es wird auch viel bettelt in Chur. Ja, das beantwortet hoffentlich deine Frage. Fenner Morgoth fragt, wie bist du auf das Thema Stadtpark Chur gekommen, respektive was war der Auslöser, um eine Doc-Sendung darüber zu machen? Also, ich wohne ja hier gerade nebendran, ein paar Minuten weg und das war in Graubünden im letzten Jahr oder letzten paar Jahren sehr oft in den Medien gewesen. Und deshalb war das so präsent gewesen. Und man hat so gewusst, ah, dort ist etwas, aber was, ja, egal. Und irgendwann ist das wieder richtig Zeitpunkt gekommen, zu sagen, komm, jetzt gehen wir mal schauen, was ist da drin. Nehmen wir uns auch mal ein paar Tage Zeit. Weil es macht ja auch nicht Sinn, um einfach dort rein schnell eine Stunde alles abfilmen und dann wieder gehen. Dann weißt du vielleicht, welche Bäume dort drin stehen, aber nicht, was dort drin ist, welche Geschichten dort drin sind, welche Leute dort drin sind. Was auch ist, in den Medien wird es oft halt auf politischem Level besprochen, oder? Was Politiker finden, man müsse machen, was ist und was nicht. Und es ist auch eine Motivation, um mal zu schauen, was Leute dort drin eigentlich sagen. Morbus Gitarra fragt, was haben die Begegnungen in dir ausgelöst? Hast du immer noch ein mulmiges Gefühl, wenn du am Park vorbeilaufst? Nein. Also, ich habe sicher viel weniger Vorurteile, weil ich jetzt halt Leute kenne und zum Beispiel Angst ist nicht mehr rum. Weil ich ja weiss, dass die Leute grundsätzlich friedlich sind. Vor allem mit Leuten, die dort reinkommen, sporadisch wie jetzt ich. Und was sicher auch ist, ich habe mega viel gelernt. Ich habe vorher noch nie so Bass in echt gesehen oder so Pfeife. Und ja, das eben Abhängigkeit, das ist nicht einfach etwas, wo du dann sagst, ah, ich nehme Tabletten und dann bin ich gesund, sondern das ist wirklich eine Krankheit, die krass ist und wo wirklich, ja, das hat mich einfach beeindruckt und es hat mir mehr Perspektive gegeben auf das Leben. Und wenn ich jetzt so Geschichten höre, ja, habe ich einfach mehr Kontext zu dieser ganzen Geschichte. Apropos wegen dem Reinlaufen, viele fragen auch, und gehst du jetzt einmal rein? Und ja, ich bin letzte reingekäfelt am Mittag. Und denke, weißt du was, jetzt machen wir das einfach. Ja, von dem her, ich bin froh, habe ich das Ganze gemacht. Absolut. Tubak fragt, ist denn schon ein Konsumraum in Planung in Chur? Also, es ist so. Ein Konsumraum kannst du nicht einfach von heute Morgen dort herstellen. Das muss jemand zahlen, muss jemand machen, muss jemand wissen, wie machen. Und es ist ein politischer Prozess.
Jetzt hat es ein paar Jahre gebraucht, bis Politiker auch wirklich gecheckt haben, ah, okay, da müssen wir etwas machen. Sei das die Regierung oder auch der Grosse Rat, also das Bündner Parlament. Und jetzt ist das langsam ins Rollen gekommen, habe ich das Gefühl. Also man liest da immer wieder Interviews, wo sagen, ja, wir sind dran. Aber eben, dieses Jahr werde ganz sicher nichts passieren, hat der Regierungsrat mal gesagt im Interview. Und nachher, ja, mal schauen. Okay, Frage von Alec Munur zur Polizei. Wie würdest du das Telefonat mit der Polizei einordnen? Schauen sie absichtlich weg? Bist du bei den Dreharbeiten im Park auch manchmal der Polizei begegnet? Nein, ich bin eigentlich niemandem begegnet, obwohl der Polizeiposten von der Stadtpolizei in Chur nur 50 Meter Luftlinie vom Stadtpark entfernt ist. Im Stadtpark habe ich das Thema auch besprochen mit jemandem, der auch am Letten war. Und der meint, es sei dort unten viel brutaler gewesen und viel halt ungemütlicher. Aber das hat nicht unbedingt etwas gebracht. Und ich glaube, das weiss die Polizei da. Und sie macht deshalb auch nicht unbedingt mega Razzia die ganze Zeit, weil sie genau weiss, das ist irgendwie nicht die Lösung des Problems. Was die Polizei am Telefon gesagt hat, ist, sie machen die schon ab und zu etwas und eben nicht zu aggressiv. Und sie sagen auch dabei, wenn es um Prävention und so geht, von dem her, sie machen sicher nicht nichts, aber ich weiss auch nicht, vielleicht hätte man etwas anderes erwartet. Fritz Heini fragt, wie funktioniert das mit denen, die nicht von Graubünden sind? Fahren die jeden Tag dort hin oder haben sie ein Zimmer in Chur? Also, ich habe dort in dem Stadtpark Leute getroffen mit einem Zürcher Dialekt, mit einem italienischen Akzent, mit einem Ostschweizer Akzent, aus den Tälern hier in Graubünden. Ich glaube, die meisten wohnen aber zu Chur, wenn ich das mitgekriegt habe. Also, ich habe nicht jeder für die Adresse gefragt. Also, ich glaube nicht, dass hier zum Stadtpark pendelt wird. Das ist irgendwie eine komische Vorstellung. Der TS hat einen Kommentar zu der Verpixelung. Man sieht recht wenig in der Reportage, alles verpixelt und so weiter. Da kann ich auch gleich die Wand anschauen und ein Hörbuch anschalten. Ja, kannst du einfach die Augen zählen und die Repo schauen oder hören. Ist auch möglich. Nein, mir ist es mega wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen, wenn sie mit mir reden. Und dass ich sie nicht irgendwie zu etwas zwingen. Es ist ein heikles Thema, um vor der Kamera zu reden. Und dann verstehe ich auch jeden, der sagt, nein, komm, ich sage aber lieber verpixelt. Und dann haben wir den Wunsch, die Abmachung logischerweise respektiert. Lello 2006 sagt, in Chur gibt es wie in jeder größeren Stadt oder Kantonshauptstadt ein Heroinprogramm. Richtig. Aber im Stadtpark wird vor allem based, also wird vor allem Kokain konsumiert. Und das Kokainprogramm gibt es nicht. Ja, und dann hat es auch sonst noch mega lässige Kommentare gegeben. Als würde ein Basketballer ein Fußball-Doku machen. Du bist echt der größte Snob von allen Snobs da draußen. Bravo. Yes. Gab es keinen weniger ängstlichen Reporter? Ein riesen Weicher in der Szene. Wieso moderierst du nicht lieber Glanz und Gloria? Autsch! Danke, I guess, für die mega ehrlichen Kommentare. Und also auch die, aber auch alle anderen. Es hat auch viele positive Kommentare gegeben, viel konstruktive. Eben, wenn es um die Sache geht, um die Reportage selber. Also es hat mich mega gefreut. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Falls ihr die Repo nicht gesehen habt und nur die Q&A, gehen Sie schauen. Wäre cool. Und kommentieren könnt ihr auch immer. Ich schaue sicher wieder mal dazwischen drin.